Hey, Lieben, da sind wir wieder bei Spiritfarer. Und das. Hatte ich das nicht schon? Oh, aber ich kann sie nur knuddeln. Okay, ich kann mich also gerade nicht mit ihr unterhalten, okay? Okay, gut. Oder auch nicht gut. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr. Es ist schon wieder ein Augenblick her, dass ich aufgenommen habe. Ich weiß schon wieder nicht, was wir machen müssen. Gucken wir gleich mal. Dass man bei Regen gießen muss, finde ich immer noch ein bisschen verstörend. Aber wir machen das einfach mal. Ne? Wir gießen auch bei Regen. Bei mir regnet es übrigens gerade auch wie Sau. Da hat man wirklich das Gefühl, okay, es geht draußen gerade die Welt unter. Aber hey! Ist das wenigstens nicht nur im Spiel so? Eigentlich finde ich sowas ja immer sehr angenehm. Ich bin ja so ein Regenfreund, ne? Ich mag das wirklich sehr gerne. Ich schlafe sogar mit Regen. Also. Mein Handy spielt mir dann die ganze Nacht über Regen vor. Das ist. Doch sehr angenehm. Wo um alles in der Welt bin ich eigentlich gerade? Kommt mir das nur so vor oder sind wir hier mitten im Nirgendwo? Wo sind wir? Und was habe ich als letztes gemacht? Vollkommen vergessen. Overbrook. Overbrook. Da musste ich auch hin, ne? Bruce und Mickey. Ja, werte das Haus auf. Das mache ich ja. Gib Bruce ein Hummerbrötchen. Mhm. Triff Lilly nachts beim Schrein in Hummingbird. Surf and Turf, Overbrook und frage nach Leute weg. Okay, dann weiß ich ungefähr, wo ich bin. Ich möchte die Aufgaben von Lilly gar nicht machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir die machen, dann war es das mit uns. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Man mag es nicht glauben, aber ja, so ein bisschen was haben wir tatsächlich noch zu tun. Komm ja schon. Was auch immer du jetzt schon wieder für ein Problem hast hier. Eigentlich will ich ins Krankenhaus rein hier. Warum komme ich hier jetzt nirgendwo hoch? Da ist eine Leiter. Hier drüben. Ja, ich komme ja schon. Hi, Jackie. Du bist's. Ich dachte doch, dass es nach faulen Eiern riecht. Nur ein Scherz, Junge. Reg dich ab. Du gehst ja gleich an die Luft. Also hör zu. Die olle Frau möchte kein Nickerchen machen. Da oben ist heute echt stressig. Sie geht mir dermaßen auf die Nerven. Kurz gesagt, ich konnte meinen Rundgang nicht so wie gewöhnlich abschließen. Ein paar Patienten neigen dazu, auf dem Krankenhausgelände herumzuspazieren. Wenn ich sie nicht in ihre Zimmer zurückbringe, verirren sie sich wahrscheinlich hoffnungslos. Oder machen sich über die Kollegen lustig und lenken sie ab. Keine Sorge, sie sind nicht gefährlich, nur ein bisschen verwirrt. Wir dürfen Patienten aber nicht einfach so herumspazieren lassen. Die Verwaltung quengelt immer von wegen Haftbarkeit. Wärst du so lieb und würdest mir dabei helfen, sie zu finden? Es sollten drei Leute sein. Halte Ausschau nach Leuten, die offensichtlich fehl am Platz sind oder sich verstecken. Und dann rede einfach mit ihnen. Sie werden auf dich hören und in ihr Zimmer zurückgehen. Hey, danke nochmal. Ja, leck mich doch. Jetzt soll ich hier Leute finden, die hier... Da haben wir auch sonst nichts zu tun, ne? Hui, wupp. Die fehl am Platz wirken oder sich verstecken. So wie du? Ob ich mich verlaufen habe? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Arzt. Ja, ein Doktor der Medizin mit einem Doktortitel in Medikologie. Der Beste der Besten. Ich kenne alle Knochen. Es gibt zum Beispiel den Radius, das stimmt, und den Durchmesser, das stimmt nicht. Und Moment, das stimmt nicht, genau. Na schön, ich bin kein echter Arzt. Ich wollte doch nur etwas Spaß haben. Ich gehe wieder in mein Zimmer. Radius gibt es tatsächlich, ja. Kann ich da was? Kann ich da was? Das leuchtet so. Nö, kann ich nicht. Es leuchtete so schön. Okay, einen haben wir schon mal.
Ich weiß nicht, bist du da oben auch irgendwie fehl am Platze oder gehörst du dahin? Ich glaube, der gehörte dahin, ne? Die irgendwie fehl am Platz wirken oder sich verstecken. Gucken wir hier doch nochmal runter. Rede nicht mit mir. Ich warte darauf, dass jemand von Raccoon Inc. kommt und diesen Verkaufsautomaten auffüllt. Und dann, wenn jemand hinsieht, werde ich mich in einer ihrer Kisten verstecken. Dann werde ich endlich die Welt erkunden können. Stell dir nur mal vor, wo ich überall hin könnte. Zuerst auf ein Frachtschiff und dann in einen Lagerhangar, voraussichtlich für ein paar Jahre. Irgendwann werde ich dann in einem Recycling-Center landen und zu einer völlig neuen Kiste verarbeitet. Ich muss schon sagen, du bringst da ein paar ziemlich gute Argumente. Ich gehe einfach wieder in mein Zimmer. Manchmal hat der Schimmel lustige Formen. Schimmel. Oma Junge, so, wie war das hier hinten? War auch noch irgendwas, ne? Finde ich hier vielleicht auch noch irgendwen, der hier nicht hingehört? Dich vielleicht? Gibt es einen Schalter oder geht das Ding einfach von selbst? Und nachher, dem habe ich ja seine Glühbirne gebracht. Genau, dem habe ich die Glühbirne gebracht. Ups. Da fällt man auch glatt mal ins Wasser. Ist hier sonst noch irgendjemand? Nee, ne? Ich würde da gerne rein, aber ich kann nicht. Oh doch, ich kann. Es kann so simpel sein. Und dann muss man nur die Tür nehmen. Manchmal hilft es, wenn man einfach durch die Tür geht. Okay, einer fehlt mir noch. So richtig versteckt hat sich ja bis jetzt noch keiner, ne? Muss ich hier mal. Warum komme ich nicht durch die Tür durch? Bin ich da schon immer nicht durchgekommen? Wenn sie sollen sich auf dem Gelände verstecken. Das hier ist ja nicht Gelände. Der steht ja auch schon ein bisschen länger. Ist hier oben vielleicht noch irgendwo einer? Hallo! Auch das ist in meinen Augen nicht. Dann die gehören dahin, ne? Ist hier jemand? Nö. Ich habe erst zwei gefunden. Okay. Das ist wahrscheinlich der da oben. Wo ich nicht hochkomme. Okay, nur wo ich doch hochkomme. Upsa, hallo. Psst. Ich versuche mich hier reinzuschleichen. Ich habe aus einer sehr zuverlässigen Quelle erfahren, dass dieser Turm in Wirklichkeit gar kein Turm ist. Es ist ein Leuchtturm, sondern ein Raumschiff. Raumschiff, okay. Das ist ein Raumschiff. Es wurde von den Reptilianern gebaut, damit sie damit ins All fliegen können. Also, wenn sie erstmal damit fertig sind, die Menschheit zu versklaven. Und wie du sicher weißt, haben Reptilianer erstklassigen Geschmack, wenn es um Snacks geht. Wenn ich doch nur einen Weg hineinfinden könnte, dann könnte ich mir sicher ein paar davon schnappen. Ich habe seit Wochen Riesenlust auf Ameisen auf einem Stamm. Was? Du hast welche in meinem Zimmer gesehen? Warum hast du es nicht gleich gesagt? Tschö! Wie war es? Gar nicht so schlimm? Ja, hatte ich auch nicht anders erwartet. Sicher, Greta ist schon seltsam, aber so ist sie nun mal. Sie sind alle ziemlich in Ordnung, sehr entgegenkommend. Nicht so wie, na du weißt schon, wer da oben im Turm. Außerdem war ich mir ziemlich sicher, dass sie in ihr Zimmer zurückkehren würde, nachdem sie dich kennengelernt haben. Das würde ich jedenfalls tun, sei es auch nur, um dem Gestank zu entkommen. Ach komm schon, du weißt doch, dass ich nur herumalbere. Wie dem auch sei. Genau. Danke für die Hilfe. Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich mich überhaupt mit diesem Job abquäle. Ich weiß nicht wirklich, was ich sonst tun sollte. Außerdem wird mir ständig versichert, dass ich hier was Gutes mache. Also profitieren alle davon. Keine Ahnung. Irgendwie stimmt das doch nie wirklich. Oh, eins hätte ich fast vergessen. Ich musste mich durch meinen Schließfach wählen, um eine zu finden, aber ich wollte, dass wir quitt sind. Hier, eine alte Münze, genau wie die, die du mir neulich geborgt hast. Weißt du noch? Für den Verkaufsautomaten. Jetzt sind wir jedenfalls quitt. Bis demnächst. Okay, jetzt habe ich einen Obolus bekommen. Ich weiß gar nicht. Fluink. Hast du noch wieder was? Nee, ne? Nee.
Ja, dann können wir jetzt erstmal zurück, weil ich weiß noch, ich wage mich zu erinnern, dass ich da was fertig bauen wollte und mich jetzt schon dafür hasse. Ich wollte ja noch, ich wollte denen endlich ihre Aufwertung. Oh Gott, nee, nicht du. Aber vielleicht kann ich was verkaufen. Ja, ich komme ja, du Zwiebel. Francis sagt, heute ist dein Glückstag. Du bist ein Glückspilz. Oh Gott, ich habe zu schnell gedrückt. Es tut mir leid. Warum passiert mir das ständig? Warum bin ich so übermotiviert? Nee, ich glaube, den möchte ich behalten, aber das kann ich verkaufen. Würde ich dieses ganze Äpfelgedöns hier verkaufen? Äpfel und Birnen wollte ich verkaufen, genau. Deswegen können wir ja behalten. Habe ich nicht auch noch irgendwo so dusselige Oliven rumfliegen? Danke. Ja, ich habe auch noch dusselige Oliven rumfliegen, die kein Mensch braucht. Spiel, mach mich nicht schwach. Es hing gerade bei mir. So. Aber was denn hier sonst noch so? Leider alles so Kram, den wir eventuell mal gebrauchen könnten. Auch das könnten wir gebrauchen. Ah, nee, da mag ich nichts von weg. Wegtun. Abgefülltes Ektoplasma, abgefüllter Blitz. Nein, auch die brauchen wir alle. Die brauchen wir sowieso. Ja, nein. Und Baumspinne. Ich habe hier höchstens noch ein bisschen Sägespäne. Ich glaube, die brauche ich jetzt nicht. Wohl, wer weiß, vielleicht brauche ich irgendwann noch. Junge, nee. Nix los. Geh pennen. Versteck mich vor Idioten. Ups, falsche Nummer. Falsche Kummer. Falsche Nummer. Haha, nur ein Witz. Nur ein Witz. Lol. Der Junge macht mich wahnsinnig, ne? Finde heraus, was Jackie wollte. Will ich das? Ich weiß nicht, ob ich will. Ach, Asch. Ich wollte es gerade sagen. Ich fluch zurzeit zu viel. Ich weiß nicht warum. Irgendwann kommt YouTube und sagt, das ist nicht mehr kinderfreundlich, was sie da machen. Eine Bronzeplatte, Eisenbarren und eine Kristallglasplatte. Bronze, Bronze und Kristall, Bronze und Kristall, flupp. Bronze und Kristall, Bronze und Kristall. Da muss ich mir merken. Ich habe doch immer so ein schwieriges Gedächtnis. Bronze brauchen wir zwei von. Und dann noch eine Kristallglas-Dingens-Bummens-Platte. Okay, kriegen wir alles hin. Und Eisenbarren. Warum auch nicht? Hallo, du sollst das machen, da kümmere dich da jetzt gefälligst drum. Mädchen, nee. Stella, Stella, Stella. Kann auch nicht machen, was du willst hier, ne? Riesenhut. Der war schon ein bisschen süß, oder? Ich muss ja wirklich sagen, Atul fehlt mir auch am meisten. Und dass er einfach so. Das hat so einen faden Beigeschmack, dass der einfach weg war. Bleib ich dabei. Ansonsten, wie gesagt, spiele ich dieses Spiel tatsächlich mittlerweile zum zweiten Mal, dritten Mal, zum dritten Mal. War Messing überhaupt richtig? War das nicht Kupfer? Ich weiß es nicht mehr, ne? Huch. Entschuldigung, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe einfach nicht aufgepasst, Entschuldigung. Ich glaube, ich hätte eine Bronzeplatte machen müssen, ne? Dann brauche ich eine Kristallglasplatte. Brauche noch ein bisschen Quarzpulver. Diese Musik nervt mich ja schon, ne? So, okay. Ich brauche also nochmal
Kupfer. So. Weil ich da einmal eine falsche Platte gemacht habe. Aber das ist nicht so tragisch. Nichts, was man nicht alles nachholen könnte. Nichts, was man nicht alles irgendwie nachholen könnte. Okay, Quarzpulver brauchen wir dann auch noch. Ich brauche noch, was war das? Eisen, ne? Das geht mir auch so langsam zur Neige, das Eisen. Muss ich nochmal zu Olga und ein bisschen Eisen anpflanzen, ne? Klingt auch falsch, ne? Aber Olga ist halt. Olga ist schon Gold wert, also dass sie das so gemacht haben. Muss ich echt sagen, das ist schon Gold wert. Die Musik von dem geht mir so auf den Wecker, ne? Kann er bitte wieder gehen? Der geht mir auf den Sack. Weil ich will hier noch stehen bleiben, aber er bleibt dann auch einfach da, wo er ist, ne? Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, komm, wir sind durch, verzieh dich bitte wieder. Das nervt mich ein bisschen. Nicht nur ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich nervt es mich extrem. So. So, gut. Dann brauche ich noch Quarzpulver. Dieser Regen, der hat sowas Einschläferndes. Oh, Scheiß. Weil, wie gesagt, ich habe wirklich zu wissen, wo habe ich denn jetzt nochmal meine Zertrümmerermaschine hingebaut? Da unten. Gut, dass ich immer weiß, wo alles ist. So, Quarz. Äpfel, was passiert denn, wenn ich... Kometenquarz. Da will ich lieber nicht zu viel von kaputt manchen. So, und ich nehme es mit, da ich gerade hier unten bin. Boah, Junge, gehst du mir auf den Zwerchfell, ne? Ich glaube, Gustav werde ich so ziemlich mit am meisten durchprügeln hier jetzt. Eine Bronzeplatte und eine Kristallglasplatte, okay. Ja. Wusste ich doch, dass ich das Falsche genommen habe. So. Bronze. Und Kristallglas. Und dann haben wir schon mal den nächsten Streich fertig. Und dann gucken wir, dass wir das nächste auch noch hinkriegen. Damit wir das endlich mal abschließen können. Das ist so mein Plan jetzt erstmal. Schauen wir mal, wie sehr sich so umsetzen lässt, ne? Weil die beiden sind ein bisschen über, finde ich, ehrlich gesagt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Mickey und sein Bruder waren so die, die mich am wenigsten abgeholt haben. Zusammen mit Jackie. Die geht mir eigentlich auch nur auf den Sack. Von daher versucht man tatsächlich die, so hart es klingt, als erstes loszuwerden. Weil die halt echt mega anstrengend sind und ein bisschen nervig und keine Ahnung was. Von daher. Auch mit Jackie finde ich irgendwie komisch. Ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen wir von dem nachher noch kriegen. Weil man denkt sich dann so, hallo. Ich exerziere hier den ganzen Scheiß die ganze Zeit mit dir durch. Helf dir die ganze Zeit auf der Arbeit. So, dann bauen wir das Ding noch mal eben aus. Whee, flupp.
Ah, voll getroffen, ne? So. Jetzt müsste ich nämlich alles hier haben. Sehr schön. Etwas Glitzerndes. Und da brauchen wir noch eine Messing. Ja, die Messingplatte kriegen wir ja jetzt wohl noch hin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.